Firmen wir mal, ne? Every 30 seconds, okay? Don't look at it, okay. Alter, was passiert hier? Oh Gott, Alter! Was geht denn hier ab, ey? Es ist verdammt laut. Oh Gott, wieso ist das so laut, ey? Hallo Leute und herzlich willkommen zu The Backrooms The Game. Oder einfach nur Backrooms The Game. Ich nehme mal an, ein paar Leute haben von euch davon gehört, Alter. Es ist so ein bisschen Mysterium, Alter. Auf jeden Fall, ich habe mich da ein bisschen informiert. Es gibt ja da scheinbar übelst viele Level. Und man kann in Real Life durch die Welt glitschen, dann kommt man hier hin. Ich weiß, dass es hier, glaube ich, so drei Monster gibt. Und zwei davon sind ziemlich lebensgefährlich. Beziehungsweise eins davon, glaube ich, nur, wenn es hungrig ist. Ja, wir müssen hier, glaube ich, irgendeine Tür finden jetzt erstmal, um weiterzukommen. Ich habe keine Ahnung, es ist unendlich, also unendlich groß, es ist sehr groß einfach. Ich habe mich jetzt schon verlaufen. Naja, was gibt es zu sagen? Es ist halt ein Horrorspiel, wie man es vielleicht erkennen kann. Es ist sehr laut, deswegen rede ich wahrscheinlich auch gerade sehr laut. Ich habe Angst. Leute von euch wissen ja, dass ich sehr Angst habe gerade. Also, nicht sehr Angst habe, aber ich finde es einfach sehr schlimm, durch ein Labyrinth zu rennen, weil hinter jede Ecke könnte irgendetwas kommen und du weißt nicht was und dann weißt du nicht wodurch, weil irgendwo eine Sackgasse sein könnte. Und ja, es ist schlimm, es ist schlimm. Wir rennen jetzt hier einfach mal durch, in der Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwo irgendein Exit finden, um in das Level 2 zu kommen. Weil das ist ja, glaube ich, das Level 0 sogar, oder? Das zählt doch als Level 0, sagen wir dem noch so, oder? Eigentlich sollte man sich auch an so Flecken oder hier so Steckdosen orientieren, aber das kann ich nicht. Ich kam komplett orientierungslos. Ich habe halt Angst, weil ich habe diese Monster gesehen und die sehen nicht schön aus, sagen wir es mal so. Und ich habe Angst, dass plötzlich so eins um die Ecke kommt und mich dann so auffrisst. Und ich muss sagen, ich habe das Video von Creepypasta Punch gesehen, kennt ihr bestimmt. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, cooler Typ. Und das hat dann am Schluss ja noch so Bilder reingeeditet und hat gesagt, wenn dir bei einem von diesen Bildern unangenehm ist, dann warst du wahrscheinlich schon mal in den Backrooms. Ich habe mich da schon ziemlich unwohl gefühlt, vor allem kam mir manche Bilder auch so vor, wie wenn ich die schon gesehen hätte, beziehungsweise wie wenn mir die so ein bisschen bekannt vorkommen, so leicht Déjà-vu-mäßig. Und deswegen dachte ich mir halt schon, ja. Oh, ich dachte gerade, da ist was. Da ich ja hier schon einmal drin war, scheinbar. Ich weiß nicht, ob das stimmt, wahrscheinlich eher nicht, aber man weiß es ja nicht. Falls ich da trotzdem mal drin war, dann sollte ich ja wissen, wie es geht, weil ich bin ja obviously wieder rausgekommen. Und, Alter, wieso geht jetzt hier das Licht aus? Nein, okay, nee, das ist ein schlechtes Zeichen. Das kam von hier drüben. Wir gehen weg von da. Weil, ich habe auch gehört, dass hier manche Wesen können sich so wie Menschen verhalten und auch die Stimme so ändern, damit sie andere Leute anlocken können. Und das ist asozial. Und auf das habe ich gar keinen Bock. Und deswegen rennen wir hier einfach weiter. Oh nee, hier sind Wagen nach. Das sind nicht... Ich glaube, hier drin ist was. Wir gehen gucken nicht da. Oh mein Gott, Alter. Scheißlich, Mann. Oh mein Gott, stell euch aber mal vor, ihr wärt hier. Wo? Da war doch gerade was. Irgendwas war hier. Hauptsächlich lauft er hin, so dumm. Ein gar keinen Bock weiterzuspielen. Die Geräuschkulisse ist auch ganz schlimm. Warum so laut, Alter? Gibt's hier Einstellungen? Oh. Options. Oh, Volume. Oh mein Gott, danke. Also, oh mein Gott, danke, dass es nicht mehr so laut ist. Wieso ist mein Screen jetzt so komisch? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich muss auf die Uhr gucken. Oh mein Gott, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Es heißt ja, ich soll alle halbe Minute auf die Uhr gucken. Das war der Fehler. Deswegen werde ich jetzt safe sterben. Meine Sicht wird auch schon ganz komisch. Was passiert denn jetzt, Alter? Gott. Wir laufen einfach weiter. Egal, also ich bin leicht verwirrt, Alter. Guck mal wieder auf die Uhr. Wachen wir auf? Vielleicht. Habe ich hier noch Wasser? Okay, nice. Danke. No clipping beneath the back rooms. Ah, das war schlecht. Oh. Er kann doch nicht so schwierig sein, Alter. Tripping through a wall. Okay.
Can exit through the entrance. Ah, das, so sieht die Wand aus. Ach so, okay. Wichtig ist jetzt, glaube ich, dass wir immer mal wieder die Zeit checken. Und, oh. Wie gesagt, dass wir immer mal wieder die Zeit checken und halt, dass wir diesen Exit finden. Das ist leider wahrscheinlich nur leichter gesagt als getan. Ich versuche mal mein Bestes. Ich werde auch auf dem Laufenden halten, falls irgendwas passiert. Ich hoffe, wir kommen hier ein bisschen weiter als Level. Naja, 1 oder 0 halt. Ein bisschen belasten. Das Ding ist halt auch... Oh, ich sollte wieder auf die Uhr gucken. Scheiße. Das Ding ist auch... Es ist ja jetzt nicht mehr so, dass es so... Wisst ihr, dass es überall so ein bisschen was Neues zu entdecken gibt? So, dass ich auch irgendwie ein bisschen was kommentieren könnte, sondern... Es ist ja wirklich nur rumrennen. Und es ist halt alles dasselbe irgendwie. Ja, ich habe noch nichts gefunden übrigens. Aber von daher ist es halt auch nicht so geil eigentlich zum Aufnehmen. Außer man kommt weiter. Ich habe auf die Uhr geguckt. Alles gut, alles gut. Ich habe auf die Uhr geguckt. Wer ist das doch immer, der rumheult hier? Diesen Typ oder dieses Wesen oder dieses Etwas auch nicht. Vielleicht will ich es auch nicht finden, aber... Hä, ist das ein Monster, das das irgendwie macht? Dass das so wackelt oder so? Es fängt schon wieder an, so komisch zu werden. Der Boden bewegt sich auch, lol. Die Wände auch so ein bisschen gemütlich. Dieser Gang hier sieht sehr verdächtig aus. Und da ist einfach nichts. Geil. Licht aus. Ich glaube, ich bin tot. Hä? Ah ja. Ich glitsche wieder durch. Rooms des Expensive House. Okay, wir werden wahrscheinlich wieder sterben, weil wir jetzt schon die Zeit mit Sachen haben, aber ich habe gerade auf einem Wiki nachgelesen. Man hört ab und zu so ein dumpfes Bummen scheinbar. Dahin soll man rennen, man soll auch in seinem Kopf von 30 runterzählen und dann halt immer kurz auf die Watch... Wie ich, Alter? Kurz auf die Watch gucken. Die Geräusche und alles soll man ignorieren, man soll einfach durchrennen und jede Wand halt gut beobachten, ob die auch so ein bisschen aussieht wie die Startwand. Weil das ist dann scheinbar... Das ist die Teleportwand? Ich weiß es nicht, Alter. Und ich überlege mir gerade, wo ist mein Handy? Können wir einfach einen Timer stellen, immer wieder auf 30 Sekunden, weil ich will ja hier auch reden und dann kann ich nicht die ganze Zeit runterzählen gleichzeitig. So gut bin ich dann auch wieder nicht. Das Ding ist auch, eigentlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass man in diesem ersten oder im nullten Level hier irgendwelchen Wesen begegnet, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja trotzdem hier. Also die Möglichkeit, das wollte ich eigentlich sagen. Wir gehen auf Timer, 0 Minuten tatsächlich, 130 Sekunden. Wir spielen hier einfach nochmal kurz durch, weil wir werden wahrscheinlich eh sterben. Der Boden bewegt sich auch schon. Wie gesagt, wenn wir es jetzt schaffen, dann ist es halt, hat es mit Glück zu tun. Definitiv. Aber vielleicht in Zukunft dann halt nicht mehr. Oh mein Gott. Oh nein, ich dachte, ich habe was gefunden. Was war denn das für ein Dinosaurier, Alter? Okay, das zum Schluss war jetzt auch nochmal ganz weird. Okay, ich versuche das jetzt einmal noch durchzuspielen mit meinem Dings und dann werdet ihr vielleicht nur Gameplay sehen, dann werde ich vielleicht gar nichts sagen, aber ich versuch's mal. Ich kann hier weitermachen. Ah, okay, nee, noch nicht. No clipping beneath the backrooms. Ich verstehe das irgendwie nicht, Alter. Da steht immer noch Interact, das Game ist kaputt. Mittlerweile, muss man das machen? Kann man es gar nicht finden zuerst? Dass das hier nicht funktioniert? Weil... Irgendwie steht hier immer etwas anderes und es wird jetzt immer irgendwie immer verpixelter. Okay, 30 Sekunden ab jetzt so ein bisschen. Alter. Hast du gesehen? Oh mein Gott. Disgusting so ein bisschen. Zumindest. Habt ihr das gesehen? Das Monster war da. Das hat uns scheinbar instant gekillt oder so, weil... Wir sind dann direkt gestorben. What well done steht da jetzt? Also Leute, ich bin ganz ehrlich, ich hätte gehofft, wir kommen hier noch etwas weiter als hier nur das erste Level irgendwie. Ich würde mich auf jeden Fall da noch ein bisschen interessieren, weil ich glaube, das Spiel hat auch sogar noch Potenzial. Ich werde mir das auf jeden Fall noch mehr anschauen, auch privat, dass ich hier vielleicht mal ein bisschen weiterkomme, damit wir das nächste Mal vielleicht das zweite Level spielen können. Oder zumindest das abschließen können. Meine Kamera hat auch gerade aufgehört. Das passt ja perfekt. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten, was auch immer ich mache. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.